Wir machen jetzt Bibelstelle auf und wir lesen erstmal Text für heute. Warte mal. Das ist 2. Könige 4. Erstmal von 8 bis 17. Halleluja. 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 Das ist ja in diesem Bereich. Halleluja. Mein Bereich so Olga-mäßig, so in diesem, das ist ja mein Bereich. Ja, das ist mein, so, ne? Halleluja, das ist ja. Ich weiß nicht, zwei Schwestern und das, ne? So, das, ne? Das, das, ja, ist unterschiedlich, ne? Aber ist gut, ne? In einer Familie müssen alle unterschiedlich sein. So, was haben wir da? Weil, wisst ihr warum? Gott hat mir aufs Herz gelegt, schon lange, über ein Thema zu sprechen. Wir sind in einer Übergangszeit, wo vieles vermischt wird. Christliches, nicht christliches, was von Gott, nicht von Gott, was ist richtig, was nicht richtig ist. Wir wissen überhaupt nicht, was richtig ist. Wir haben Gottes Wort, wir müssen uns an Gottes Wort orientieren, aber wie ich sehe, kommt so eine Erweiterung im geistlichen Bereich und natürlich in diesen Bereich fallen auch sehr oft fleischliche Dinge rein. Was ich damit sagen will, zum Beispiel Visualisation, wir visualisieren, das ist richtig geistlicher Bereich. Und wie um Offenbarung sehen war, dass da auch dieser Bereich ist so wie für Kinder Gottes, da auch nicht Gotteskinder gebrauchen diesen Bereich, um zu visualisieren. Dann es gibt so mehr Fantasieren als Visualisieren. Und viele Kinder Gottes, die verstehen nicht, wo die Grenze ist, was richtig, nicht richtig, in welchem Bereich ist, bin ich. Wir sind alle im Lernprozess. Und das ist sehr, sehr wichtig, um zu verstehen, wo ist mein Gebiet? Wo darf ich mich bewegen? Wir wachsen alle. Kleine Kinder haben ihr eigenes Gebiet, Schulkinder größere Gebiet, wo die handeln können, selbstständig handeln können, Entscheidungen treffen können. Teenies haben andere Gebiet als Fünfjährigen. Teenies können schon mehr Entscheidungen treffen und handeln, selbstständig Entscheidungen treffen. Studenten und weiter, Erwachsene und so weiter, so weiter. Das heißt, wenn wir wachsen, erweitert sich unser Gebiet. Das heißt, selbstständiges Handeln, Denken, Entscheidungen treffen, Verantwortung übernehmen. Das heißt, im geistlichen Bereich sieht es genauso aus. Wir reflektieren immer geistlichen Bereich. Nicht immer, aber wir sollen immer geistliche Bereiche reflektieren. Das heißt, das machen, was im Geist geschieht. Das heißt, im Geist geschieht das genau Gleiche. Unser Gebiet erweitert sich parallel unserem geistlichen Wachstum. Je erwachsener wir werden, desto mehr, desto größer unser Gebiet, und Gottes Wort sagt, auch biete und ich gebe dir und erweitere deine Zelten und solche Sachen. Das ist immer so Machtbereich oder Einflussbereich oder Bereich, wo ich meine Macht ausüben kann. Und manchmal Kinder wollen sofort in Präsident werden. Ich verstehe schon, dass in diese ganzen Motivationspredigen oder geistliche Stoff, geistliche Waffen. Manchmal sind für uns so reizvoll, dass wir als Kinder das angucken und wollen sofort schon in diesen riesigen Bereich übergehen. Und ich möchte einfach heute ein bisschen definieren, damit wir als Gemeinde wachsen und jeder einzeln sein Tempo geht. Ja, ich weiß, es ist schwer, aber es muss sein, nachher kann man nachgucken, jetzt aufschreiben, erstmal nachdenken. Das heißt, wenn
ich Vollmacht habe über meine Familie, dann soll ich nicht versuchen, Vollmacht üben über dem Staat. Das heißt, ich muss hineinwachsen. Im Geist sind wir alle Gottes Kinder, wir haben Geist Gottes in uns, wir sind vollkommen und perfekt, aber unsere Seele muss nach und nach wachsen und trainiert werden. Wie können verteidigen, einige machen so geistliche Kämpfe und so, wie können verteidigen nur das, was Gott uns gibt? Wir können in Besitz nehmen bis zum Grenzen, wir können in Anspruch nehmen nur die Land, die Gott uns gegeben hat. Da sind wir bevollmächtigt. Halleluja. Wer versteht das? Halleluja. Ich als Bürger von Deutschland, ich habe überhaupt keine Vollmacht in Russland. Das ist mein Gebiet. Ich als Bürger Himmels hier auf der Erde, ich habe auch meine Gebiete. Das heißt, wenn ich jetzt mit meiner deutschen Bürgerschaft nach Russland fahre und versuche, mein Recht da zu durchsetzen, ich werde dann sofort oder deportiert oder Gefängnis oder was weiß ich da. Genau so geschieht das, wenn Kinder Gottes unverständlich sind und versuchen, in fremde Gebiete einzudringen. Das geht in alle Bereiche. Materiell, seelisch, geistlich, alles. Alles, alles, alles. Und für uns als Kinder Gottes ist es sehr, sehr wichtig, eigene Gebiet zu erkennen, wo sind meine Grenzen, und sehr, sehr wichtig, Zeiten zu kennen. Wann ist die Zeit? Gottes Wort ist voll von Verheißungen für kleine Kinder und für Erwachsene. Das heißt, ich muss in der ganzen Palette meinen Platz finden und immer reflektieren, wo bin ich, wohin gehe ich, wie mache ich das? Wir hören sehr oft tolle Prediger und manchmal versuchen wir nachzumachen und wir verstehen nicht, das ist für mich noch zu früh. Weil das ist diese Neugier, was in uns ist, das ist gute Neugier, das ist von Gott. Das regt uns zum Wachstum. Das ist gut. Nur, wir verstehen schon alle, um was das geht, aber wir müssen lernen, im geistlichen Frieden zu bleiben. Wenn wir im geistlichen Frieden und friedlich leben, Frieden sind, dann Gott kann uns an richtige Zeit, in die richtige Stufe leicht zu bringen. Sonst muss er uns oder bremsen oder schieben. Und er gebraucht sehr oft Menschen und Umstände. So, deswegen, wenn wir lernen, im Geist zu leben, dann werden wir auf geradem Wege verstehen, ist das Zeit und wo ist mein Gebiet. Halleluja. Halleluja. Wir verteidigen sehr oft Territorien oder erkämpfen Territorien, die überhaupt von Gott uns noch nicht gegeben wurden. Und dann wundern wir uns, warum da und hier nicht so richtig läuft. Aber es ist gut, wenn wir das probieren. Wenn wir probiert haben, hat es nicht geklappt, wir müssen nur verstehen, ach, nicht meine Zeit oder nicht mein Gebiet. Das ist ganz einfach. Und deswegen, das soll jetzt diejenige von Depression bewahren, die versucht haben und nicht geklappt hat. Wenn man Predigen und Zeugnissen hört, durchgehend, man denkt, boah, Leute sind schon Jesus Christus Nummer 2, Nummer 3 und da klappt alles und immer, die machen so und dann zack, alles geschieht. Ich renne zu diesem Mensch und er macht so und alle meine Probleme sind futsch. Leider ist das nicht so. Wir müssen wirklich in einer geistlichen Realität auch leben. Jetzt, Amen. Ich möchte jetzt nicht Boden unter die Füße nehmen. Wir sind Könige hier auf der Erde. Nur leider, wir müssen noch wachsen. Manchmal wir treffen Entscheidungen, die überhaupt nicht könighaft sind. Wir sind Priester.
fürbitten, wir müssen Fürbitte üben, wir müssen für Menschen beten, aber leider wir beten oder machen Fürbitte für Menschen, die das überhaupt nicht brauchen oder vor Gott nicht vorgesehen für diese Zeit. Halleluja. Deswegen sehr, sehr wichtig, auf dem Leitung mit Heiligen Geist leben und zuhören, was ist jetzt an der Zeit. Und deswegen ist es gut, dass in der Gemeinde Gaben ausgeübt werden, zum Beispiel prophetisches Gaben. Manchmal fällt man in so eine Verwirrung, was ist das und da, ich habe einen Druck und da und hier und Umstände sind anders. Und dann kommt prophetisches Wort und stärkt dich. Das heißt, du bist im Wachstumprozess, Halleluja, und du denkst, oh, ich wachse jetzt. Und das sind immer schmerzhafte Prozesse meistens. Und das heißt, ich gehe in einen anderen Bereich rein und prophetisches Wort unterstützt mich. Das heißt, Gott hat mir schon Gebiet gegeben und jetzt muss ich erkämpfen und erkämpfen. Bis zu bestimmte Grenze. Lesen wir jetzt Gottes Wort. Und es geschah eines Tages, bis 17 erstmal, ne? Bis 17. Und es geschah eines Tages, dass Elisa nach Schunem ging. Übrigens, Schunem, das ist jetzt unebene Platz. Nach Schunem ging, dort wohnte eine vornehme Frau und nötigte ihn, bei ihr zu essen. So oft er nun vorbeikam, kehrte er dort ein, um zu essen. Und sie sprach zu ihrem Mann, sieh doch, ich erkenne, dass dieser ein heiliger Mann Gottes ist, der immer bei uns vorbeigekommen. Lass uns doch ein kleines gemauertes Obergemach errichten und für ihn ein Bett sowie Tisch, Stuhl und Leuchter hineinstellen, damit er dort einkehren kann, wenn er zu uns kommt. Und es geschah nun eines Tages, dass er dort hinkam und er kehrte in das Obergemach ein, und legte sich darin hin. Und er sprach zu seinem Burschen Gehasi, rufe die Schunamitin. Da rief er sie und sie trat vor ihn hin. Und er sprach zu ihm, sage ihr doch, sieh, du hast unser Wegen so viel Sorge gemacht. Was kann ich für dich tun? Hast du etwas, weswegen ich mit dem König oder mit dem Heerführer für dich reden sollte? Sie sprach, ich wohne ja mitten unter meinem Volk. Er sprach, was konnte man für sie tun? Gehasi sprach, ach, sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist alt. Da sagte er, rufe sie. Und als er sie rief, trat sie unter die Tür. Und er sprach, um dieselbe Zeit, übers Jahr, wirst du einen Sohn ins Herz drücken. Sie sprach, ach nein, mein Herr, du Mann Gottes, belüge dein Magd nicht. Aber die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn um dieselbe Zeit im nächsten Jahr, so wie Elisa ihr verheißen hatte. Halleluja. Halleluja. Ich möchte, dass wir ein paar Punkte angucken an dieser Stelle. Erstens, wir als Christen, wir handeln immer aus bestimmten Motiven. Und unsere Motive sollen wirklich rein sein. Wenn wir geistliche Potenzial schon, geistliche Potenzial angespart haben, wir können schon anders denken und anders handeln. Das heißt, wenn meine Motive rein sind, das heißt, ich habe nichts davon, was ich tue. Das heißt, ich handle nicht, weil ich erwarte, was zu bekommen. Ich handle einfach, weil das in meinem Herzen so ist. Und meistens Menschen handeln impulsiv. Die Menschen, die wirklich reine Motive haben, die handeln sehr oft impulsiv. Zack, und die machen das, ohne nachzudenken. Das heißt, Gott will, dass wir als erster Punkt, schreib mal auf, aus reinen Motiven handeln. Das heißt noch Altruismus, falls jemand das schon gehört hat. Das heißt, ich habe keine Gedanken, was zurückzubekommen. Und die Frau hat erstmal nicht gesehen, dass es Gottes Mann ist. Lesen wir, er ging immer vorbei und sie hat ihm immer Essen gegeben. Und wir wissen, wie Propheten im Alten Testament ausgesehen haben. Ja, ne? Sehr, sehr komisch, ne?
Die haben sich nicht so oft gepflegt und ne, sie waren immer im geistlichen Bereich, in der haben irgendwo in Dimensionen geschwebt und so weiter. Das ganze Materielle war nicht wichtig. Die haben Kontakt zu wichtigen Personen. Er sagt, soll ich da mit König oder mit jemandem da reden? Ne? Ja? So, die haben richtig Vollmacht gehabt. Und er ging vorbei und sie hat einfach aus reinem Motiv ihm Essen gegeben. Und dann hat sie erkannt, dass es Gottes Mensch ist. Halleluja. Vor vielen Jahren, Gott hat mir gezeigt, erstmal Mensch und dann Gesalbten. Ich dachte, okay, was braucht ein Mensch? Er braucht Essen, Schlafplatz, saubere Kleidung, Ruhe, Schlafmöglichkeiten. Auch wenn wir Gäste empfangen, die uns hier dienen. Als erstens, wir versuchen, die immer als Menschen zu versorgen, ohne was zu erwarten. Und dann öffnen sie ihre geistlichen Augen, wenn wir so handeln, nicht nur mit Gottesdiener, mit allen, mit Menschen. Dann öffnen sich unsere Augen und auf einmal, wir können sehen, wer was ist. Ich habe, diejenige kommt auch zu uns in 2 Wochen. Ich habe ihn immer so begrüßt und empfangen wie ein Mensch. Aber ich habe nie was erwartet. Einfach ne, so. Weil ich denke, wenn Gott jemandem offenbaren will, wer ich bin, dann wird er Augen öffnen. Und wir müssen lernen, nicht nach Kraft beurteilen oder Vollmacht, was Menschen freisetzen, sondern erstmal als Mensch. Und wenn Gott unsere Augen dann öffnet, dann werden wir sehen, wie wunderbar jeder ist. Natürlich mit seinen Macken. Ne? Und der erste Punkt, diese reinen Motiven. Und dann, wenn Gott sieht, diese Regelmäßigkeit, nicht, dass wir ab und zu das tun, sondern das ist Zustand des Herzens. Und wenn Gott sieht diese Regelmäßigkeit, eine bestimmte Ansammlung, vielleicht klappt das nicht immer. Ne? Ich sage immer so, wir sind nicht 100%. Wir wachsen. Und wenn Gott wird, da hat sich was gesammelt, dann wird er fragen, was willst du? Und das ist dein Gebiet. Und jetzt pass auf. Reine Motive sagen, ich habe alles. Ich habe alles. Ich lebe unter meinem Volk. Ich bin reich. Ne? Das ist wahrscheinlich reiche Frau, weil sie hat da ein Zimmer gebaut oder angerichtet und so. Wahrscheinlich ist das Frau ein bisschen vermögend. Das heißt, ich habe alles. Sie hat nicht gefragt, ich will ein Kind. Sie hat nicht gesagt, mein Mann ist alt, ich will nur einen Mann. So. Sie hat das nicht, sie hat gesagt, ich habe alles. Ich habe alles. Ich denke, das war glückliche Frau, oder? Und Gott dann sagt, okay, dann erweitere ich dein Gebiet. Hier, ein Sohn für dich. Halleluja, ne? Es kann auch unsere Familie sein, Kinder und so weiter. Einige wollen heiraten, aber da gibt es kein Potenzial und das muss noch gesammelt werden. Und dann irgendwann Gott sagt, ja, hier ist dir eine Frau oder ein Mann. Deins ist dein Gebiet. Hier, arbeite. Da hat er gesagt, okay, hier ist ein Sohn. Und sie hat nicht erwartet. Sie dachte, oh, spiel doch mit mir nicht. Ne? Ich habe keinen Bedarf und nicht mehr. Ne? Vielleicht ist schon alles durchgebrannt. Manchmal genau dann, wo unsere Wünsche sind verbrannt, da kommt das. Aber man denkt, brauche ich das? Aber man nimmt dann mit Dankbarkeit und Freude an. Und dann sagt Gott, erweitern wir dein Gebet. Hier ist dir ein Sohn. Zack. Halleluja. Hat sie erbeten? Wollte sie das? Überhaupt nicht. Das war rein Entscheidung von Gott. Wenn wir von Gott Fülle empfangen, dann sind wir voll gefühlt
Und dann, wenn auch unser Gebiet erweitert wird, für uns ist das im Prinzip natürlich Freude, aber innen im Herzen, das ist nicht das Ziel und nicht Gott. Aber wir freuen uns. Ja? Halleluja, wir freuen uns. Wenn bei uns irgendwas klappt, wie Miriam heute sagte, ne? Sie hat nicht großartig gebetet, aber Gott hat ihre Gebete erweitert. Halleluja, ne? Und jetzt, wenn Gott sie dann von dieser Stelle wegschickt, dann wird sie nicht traurig sein oder weinen. Sie fängt an dann zu kämpfen. Warum? Weil Gott ihr das gegeben hat. Dann lesen wir weiter. Erster Punkt, das reine Motiven. Initiative von Gott. Zweiter Punkt, könnt ihr aufschreiben, Initiative von Gott. Halleluja. Und Gott ist souverän, er bestimmt Zeitpunkt. Das heißt, sehr oft, wir sagen, ich habe reine Motive, ich tue, tue, ich warte, 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 warte. Wann? Es kommt nicht und dann bin ich enttäuscht, depressiv, habe Sinn des Lebens verloren. Manchmal Depression ist gute Sache, aber nicht diese krankhafte, pathologische Depression, sondern depressive Zustand. Weißt du, muss man nicht kämpfen, muss man sich hinsetzen und fragen, was willst du mir sagen? Und da kommen Offenbarungen in diesen Zustand und noch Kraft dazu, weiterzugehen. Lesen wir von 18 bis 37. Aber die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn und dieselbe Zeit im nächsten Jahr, so wie Elisa ihr verheißen hatte. Als aber der Knabe heranwuchs, geschah es eines Tages, dass er zu seinem Vater, zu dem Schneetann hinausging. Da sprach er zu seinem Vater, mein Kopf, mein Kopf. Jener aber befahl einem Knecht, trage ihn zu seiner Mutter. Der hob ihn auf und brachte ihn zu seiner Mutter. Und er saß auf ihrem Schoß bis zum Mittag, dann starb er. Da ging sie hinauf und legte ihn auf das Bett des Mannes Gottes, schloss hinter ihm zu und ging hinaus. Und sie rief ihren Mann und sprach, sende mir doch einen von den Knechten und ein Eselin, ich will schnell zu dem Mann Gottes gehen, aber wiederkommen. Er sprach, warum gehst du heute zu ihm? Es ist doch weder Neumond noch Sabbat. Sie sprach, lebe wohl. Und sie sattelte die Eselin und sprach zu ihrem Knecht, treibe das Tier immerzu an und halte mich nicht auf dem Reiten, es sei denn, dass ich es sage. So ging sie denn und kam zu dem Mann Gottes auf dem Berg Karmel, guter Berg. Als aber der Mann Gottes sie aus eigener Entfernung sah, sprach er zu seinem Diener Gehasi, sieh dort die Schunamitin. Okay, bleiben wir erstmal hier stehen, 26, ne? Bleiben wir erstmal stehen. Wisst ihr, warum Gott erweitert manchmal unsere Gebiete nicht? Weil er sieht unser Herz an. Und wenn er seinen Platz dann in unserem Herzen verliert, weil das, was er uns gegeben hat, ein Gott für uns wird, Halleluja, dann wird er uns das nicht geben. Sonst das vernichtet uns. Weil Gott ist souverän, er wird nie seinen Thron mit jemandem teilen. Auch wir Christen, wir verlieben uns sehr oft in unsere Dienst oder unsere Habgüter oder Geschenke, was uns gegeben wird. Was Gott uns schenkt und sagt, ja, hier ist dein Gebiet. Und wir verlieben uns so sehr, dass wir alles andere vergessen. Und Gott manchmal erinnert uns, dass er Gott ist, wenn er Niederlage auf diesen Bereich schickt. Sie hat auch wahrscheinlich sich so sehr in den Sohn verliebt, dass Gott musste solche Maßnahmen ergreifen, um zu zeigen, obwohl ich dir das gegeben habe, ich kann das immer wieder zurückhaben. Ich will das zurücknehmen. Und dass es sehr oft geht um unsere Familie, um unsere Arbeitsstelle, um unsere Finanzen, um unsere Gesundheit, um allen Bereichen unseres Lebens. Und Gott will durch manche Niederlagen oder schwierige Sachen in unserem Leben einfach zeigen, ich habe gegeben, ich kann das auch zurücknehmen. Nicht, weil er Böses wollte, er wollte wahrscheinlich die ganze Situation wachrütteln. Einfach wachrütteln.
Wir neigen so sehr Eigenbesitz, wie heißt es? Eigenbesitz. Wir sind besitzergreifend. Wisst ihr, ich sage immer so, wir müssen verstehen, Egoismus oder egoistische Mensch, der in uns lebt, er stirbt langsam. Sehr langsam. Oh, sehr, sehr, sehr langsam. Wenn wir Jakob angucken, dann wurde er Israel und auf dem Sterbebett, wo er seine Kinder segnet, steht geschrieben, und Jakob hat sie hingesetzt und Israel hat sich erhoben. Das heißt, Jakob und Israel in einer Person. Jakob hat sich egoistisch irgendwo da hingesetzt, aber Israel hat sich erhoben. Das heißt, unser Egoismus wird immer versuchen hinzusetzen aus dem Toten. Das heißt, unsere Charakterzüge, diese besitzergreifend, meins, ich, unser Stolz und alles Mögliche wird immer wieder versucht aufzustehen. Immer wieder versucht. Aber wir müssen gucken, dass Israel, das geistliche Mensch in uns, erhoben wird, erhebt sich, höher steht, Verbindung mit Gott pflegt, dass Gott auf der ersten Stelle steht, unsere Motiven mit Gott verbunden sind. Und dann wird Gott übernatürliche Schutz schicken. Und dann muss er nicht zu solchen Maßnahmen greifen. Manchmal ist es reicht, Gesundheit zu bekommen, einfach aussortieren oder sich selber reflektieren, Umstände reflektieren, mit Gott Zeit zu verbringen, um Licht zu bekommen in die Bereiche, wo die noch nicht erleuchtet sind. Das heißt, wahrscheinlich dieser Junge ist auf Gottes Stelle gekommen. Nicht, weil der Junge schlecht war, sondern die ganze Situation hat sich geändert. Wahrscheinlich die Frau hat gedacht, ich brauche jetzt meinen Mann nicht, weil früher so Söhne war das Rentenversicherung. Ne? So, das heißt, mein Mann, ich habe meinen Sohn, Halleluja, ich bin jetzt abgesichert. Und Gott wollte diese Absicherung einfach wegnehmen, um zu zeigen, dass ich Gott bin. Alle Stützen, alle Krücken und alle unsere Korsetten und alles, wo wir noch Sinn haben, werden zerstört. Habt ihr gemerkt, wenn Eltern diese Kinder lieben, dann immer wieder Kinder stellen was an. Und umgekehrt. Wenn jemand der Frau sehr, sehr stark liebt oder der Ehemann oder Arbeitsstelle vergöttert und so weiter, muss man immer wissen, ist das mein Gebiet? Kann man Karriere machen? Ne, Karrierefrau oder Karrieremann sein oder Businessmann und so weiter, Businessman, Businessfrau. Nur, Gott soll immer auf der ersten Stelle stehen. Und wenn Gott unser Gebiet erweitert, einfach danken, genießen. Und warum erweitert Gott unsere Gebiete? Das ist auch Verantwortung. Das sind auch Pflichten. Das heißt, ich muss diese Bereich bearbeiten. Das ist Arbeit. Wisst ihr, manche haben so eine Vorstellung, je größer Gebiet, desto glücklicher ich bin, weil ich kann dann auf dem Sofa liegen und alles wird sich von alleine erledigen. Alle wollen ein großes Haus und dann muss man doch putzen. Ne? Deswegen, wenn Gott uns das gibt, er gibt auch Werkzeug und Umstände und Menschen, die das alles bewirken und bewältigen. Und machen und helfen. Und dann entsteht so eine wunderbare Gemeinschaft, die weiter wachsen kann. Nur dann, wenn auf einem Gebiet alles super läuft und Gott ist da, wo er sein soll, dann kann er Gebiet erweitern. Halleluja. Ich staune manchmal. Es gibt Gemeinden, ja. Nur Gott vielleicht denkt, dass es in Gemeinden sind, ne? Aber ich gucke manchmal, das ist ja Club веселых и находчивых. Das ist so ein kleiner Verein, wo man gemütlich sitzt und nicht mehr will. Ist auch falsche Einstellung. Gott will, dass wir wachsen, dass wir auf ihn und auf Wachstum konzentriert sind und alles andere wird er schon ändern, erweitern und nicht. Aber wenn wir gemütlich uns fühlen, und unsere Gemeinschaft aus drei Leuten gemütlich angucken und sagen, wir sind starke Gemeinde, wir brauchen nicht mehr, wir sind zufrieden, so wie wir sind und so, ist es super gut. Ne? Da kann man tanzen und Konzerte machen, so viel wie man will. Man hat keinen Einfluss.
auf Gebiete, auch auf eigenen nicht mehr. Lesen wir weiter. Erster Punkt war Motivation, reine Motive. Zweiter Punkt war Initiative von Gott. Dritter Punkt, Halleluja. Oh, geht's auch gut, ne? Ja, ich weiß. Puh. Ja. Dritter Punkt, Moment mal. Hm? Götzen? Ja, so in diese Richtung. Formulierung fehlt mir. Ja. Blickpunkt oder Schwerpunkt nicht verlieren, oder wie kann man das formulieren? Kluge Leute, hilf mal. Fokus nicht verlieren oder nee, Gott soll auf dem Thron sitzen, ich glaube, so in diese Richtung. Ne? Schwerpunkt, ne? Immer noch. Wisst ihr was? Jeden Tag lege ich mich ins Bett und reflektiere, wie war mein Tag? Was habe ich falsch gemacht? Tu Buße und dann Hilfe, bete ich, Heiliger Geist, mir helfen, auf andere Weise zu handeln. Und das ist fast jeden Tag so. Ich verdamme mich nicht, wenn ich was falsch gemacht habe. Ich tue Buße, weil wir sind alle im Lernprozess. Und ich empfange Vergebung, weil Jesus ist gestorben, damit wir entwickeln können. Und Entwicklung ohne Fehler geschieht nicht. Überhaupt nicht. Wir lernen aus den Fehlern. Und nicht selbst zu verdammen, sondern im Wachstum bleiben oder in diesem Prozess bleiben, muss man lernen, Vergebung zu empfangen. Nicht so, wenn man eine Woche geplant hat, was weiß ich, da was zu klauen und dann liegt man und empfängt man Vergebung, das ist Quatsch. Ich habe schon auch sowas gehört und ne, so. Oder ich plane ganzen Monat fremd zu gehen, ne, und dann liege ich ja und tue Buße. Das ist das, Leute, nicht dieses Prinzip. Wir sprechen jetzt für Heiligen. Die Fehler machen, die nichts planen, die Fehler machen. Für diejenigen, die planen, die müssen Buße tun und sich bekehren und Jesus annehmen. So. Nun laufe er doch entgegen und spricht zu ihr: Geht es dir gut? Geht es deinem Mann gut? Geht es deinem Kind gut? Sie sprach: Jawohl. Als sie aber zu dem Mann Gottes auf den Berg kam, umfasste sie seine Füße. Da trat Gehasi herzu, um sie wegzustoßen. Aber der Mann Gottes sprach: Lass sie, denn ihre Seele ist betrübt und der Herr hat es mir verborgen und es mich nicht wissen lassen. Sie aber sprach: Habe ich denn von meinem Herrn einen Sohn erbeten? Sagte ich nicht, du solltest mich nicht täuschen? Da sprach er zu Gehasi: Gürte deine Lenden. Ich glaube, es ist zu viel, ne? Aber wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Ne? Er geht und der Junge wird lebendig. Und dann letzter Vers 37. Und sie kam und fiel nieder zu seinen Füßen und neigte sich zur Erde und sie nahm ihren Sohn und ging hinaus. Halleluja. Das, was Gott uns gibt, das dürfen wir verteidigen. Und dann um Leben, ob das Business, ob das Projekt, ob das Familie, ob das Kinder, ob dies und jenes. Wenn Gott uns gibt, das dürfen wir verteidigen. Und sie ist nicht für Nachbarskind gegangen, für ihre eigene. Warum? Weil das war ihr Gebiet. Das heißt, für uns wichtig erkennen, wo ist mein Gebiet? Was wurde mir von Gott gegeben? Was darf ich verteidigen? Wir müssen nicht verteidigen, das, was nicht von Gott uns gegeben. Und hier kommen wir zu unserer Visualisation. Visualisierung. Das ist jetzt modernes Wort für Meditieren. Meditieren ist modernes Wort für Beten. Nur Beten ist nicht modern, aber wirkt. Das heißt, wenn ich mit Gott in Verbindung stehe, dann ist das einfach unmöglich, dass er mir bestimmte Sachen nicht sagt oder nicht zeigt. Wenn er mir bestimmte Sachen zeigt, das ist sehr oft Bilder, die eigentlich mit meinem Seelenwunsch nicht vereinbar sind. Wir als Christen müssen verstehen, wir sind hier, Gottes Wille zu erfüllen.
Und Gottes Wille, das ist alles anderes als. Halleluja, weil Erkenntnis gekommen. Als meine Wünsche. Alle wollen reich werden. Ja? Alle. Wisst ihr was? Nicht alle werden reich. Tiefe Enttäuschung. Ne? Nur diejenigen, die das im Geist von Gott zu bekommen. Die anderen, wenn die im Geist das nicht bekommen haben, Offenbarung nicht bekommen, die können visualisieren bis zum Platzen. Das wird fantasieren heißen. Die werden 10 Jahre fantasieren, 20 Jahre fantasieren, wird nichts geschehen. Es ist richtig, von Gott Gebiet zu bekommen. Dann kann man verteidigen. Und dann kannst du visualisieren. Und dann wird es geschehen. Ob deine Kinder sind, ob Beruf ist, ob Karriere, ob geistlicher Dienst, ob das Gaben sind, egal welcher Bereich. Halleluja. Ich liebe auch fantasieren. Das ist sehr oft nicht das, was Gott will. Ich mag Babys nicht. Ich mag die nicht. Die sind so hässlich. Die sind Neugeborene. Die sind so hässlich. In 3 Monaten, die sind süß. Ja, für dich vielleicht nicht, aber für mich hässlich. Ja, ich habe jetzt in der Küche erzählt. Ich war schwanger und ich habe noch nie neugeborene Babys gesehen. Damals gab es noch Internet nicht. Und in Verwandtschaft hatte ich keine Babys gesehen. Und dann wurde unsere Nichte von meinem Mann geboren. Ich dachte, gut, dass ich das gesehen hatte. Das ist doch Außerirdische. Das ist so hässlich. Und dann war ich schon für meinen Sohn ein bisschen vorbereiteter. Sonst ich weiß nicht, wie ich reagieren konnte. Sonst hätte ich gesagt, hey, was ist das? Ich kenne das nicht. Oh, Entschuldigung. Was interessant ist, seit bestimmter Zeit, Gott zeigt mir Babys. Haufenweise Babys. Und ich liebe die so sehr. Und Babys, die von Eltern abgestoßen werden. Und manchmal sind das haufenweise so in den Reihen liegende Babys. Manchmal ist das einige Gruppchen, manchmal ist das einzelne Babys. Und ich gucke die an und ich weine und ich liebe die so sehr, weil die sind in die Welt gekommen und es ist keiner, die jetzt für die da ist, ne? So diese Liebe vermittelt, diese mütterlichen Gefühle und ich denke, boah, warum habe ich diese Gefühle nicht gehabt, als ich meine Kinder hatte, aber ist egal, die sind erwachsen, Gott sei Dank. Ich wache auf, aber nee, ich habe früher aufgewacht, im Schweiß gebadet. Jetzt könnt ihr nachvollziehen. Ich mag Babys nicht. Ich will mit Babys nichts zu tun haben. Überhaupt nicht. Ich bin so froh, dass Kinderarbeit läuft. Boah, Gott segne. Boah, das ist das schwerste und größte Arbeit auf der Welt. Gott segne alle. So. Und dann, nach bestimmter Zeit hat es aufgehört. Oh, Gott sei Dank. Jetzt ist das wieder da. Aber das mit meinem Wunsch ist das überhaupt nicht vereinbar. Ich weiß nicht, was Gott mir sagen will. Vielleicht, ich denke, so Gott gnädig. Das sind geistliche Babys. Ich hoffe so, ne? So. Auf einmal, ich verstehe schon, jetzt ist das Zeit, wo ich wirklich meine Wille an Gottes Wille anpassen muss. Und das ist nicht einfach. Ich verstehe schon, dass Jesus gekommen ist, auf Kreuz zu sterben. Gott sei Dank, ich muss das nicht machen. Und das war für ihn auch nicht das Zuckerschleckchen. Ne? Manchmal, ich zeige Wunden nach OP und Leute, ne? Und wisst ihr was? Als Jesus auf dem Kreuz hing, das war schrecklich. Das ist nicht eine Narbe oder Pickel oder was weiß ich da. Das ist offene Wunden, offene Fleisch, Blutfluss. Da war nichts Lebendiges an dem Körper. Und er sagte Gott, ich will deine Wille erfüllen. Ich möchte, dass diese Schale vorbeigeht. Und Gott sei Dank, wir müssen das nicht über uns ergehen lassen. Wir müssen nicht am Kreuz sterben, fleischlich, aber seelisch wenigstens
das tut ein bisschen weh. Und ich verstehe schon, alles braucht Zeit. Das heißt, wir sind im Prozess, wieder zurück zu visualisieren. Wenn ich von Gott Gebiet empfangen habe, zum Beispiel Mütter, mein Sohn wird so und so sein. Hast du das von Gott empfangen, dieses Bild? Verteidige dann und guck das, dieses Bild immer an. Halte das fest, halte das im Glauben. Du, wenn du noch das nicht, wie soll ich sagen, das nicht, wisst ihr, manchmal Leute visualisieren mehr Porsche als für Gottes Kinder. Ne? So, ich bin nicht gegen Porsche, ich will mir eine schenken, ich würde das nehmen. Ne? Ja, so. Ich weiß nicht, was danach geschieht, ne? Aber ich nehme das schon an. Aber es gibt erstmal wichtige Sachen. Wenn Gott mir mein Kind gegeben hat, das ist mein Gebet. Das heißt, ich muss ihn verteidigen, solange wie es nötig ist. Wenn das Projekt abgeschlossen ist, dann erweitert Gott Gebiete und dann zeigt er andere Bilder. Zum Beispiel, wenn du berufen bist, in der Gemeinde zu dienen. Das heißt, Gottes Volk zu versorgen und aufrüsten, ne? Aufrüsten? Ausrüsten. Ausrüsten. Das heißt, Gott wird dir deine Gebiete geben. Er wird dir Visionen geben, Bilder geben in dem Bereich. Das heißt, du darfst dann Zeit nicht verlieren für Porsche visualisieren. Das ist dein Bereich. Porsche ist noch nicht. Natürlich, es gibt vielleicht irgendwelche Autohändler und Gott gibt dann Bereich im Auto und Branche, ne? So Mobilzeug. Und dann visualisieren die diese, sehen die diese Dinge und dann visualisieren die, dann steht, aber das ist nicht der Bereich des Diener Gottes. Wer ist einverstanden mit mir? Ich bin dafür, dass alle Diener Gottes reich sind. Leviten waren nicht arm. Ne? So. Es gab Zeiten, wo arm waren, aber ne? Grundsätzlich, das war nicht Gottes Plan, dass Leviten arbeiten, aber die sollten reich sein, damit die vollkommen auf Gottes Werk fokussieren. Und natürlich sehen wir in der Bibel Abweichung und so weiter, aber ist egal. Wir sprechen über das, was sein sollte. Das heißt, wie Gott zeigt, Bild. Das heißt, auf dieses Bild muss ich arbeiten. Das heißt, so wie im Himmel auf der Erde. Er zeigt, wie er die Sache sieht, so muss das hier ja, so ungefähr, ne? So aufgebaut werden. Wenn manifestiert werden, wenn das schon geschah, dann gibt Gott weiter, er erweitert Gebiet und dann fängt wieder ein bestimmter Prozess von Visualisation an. Das heißt, ich bete nicht für politische Wirken. Warum? Nicht mein Bereich. Aber Politiker, der soll für sein Gebiet beten und erweitern und erkämpfen. Und Gott wird Ideen geben, Gott wird Visionen geben, Gott wird Plan geben, Struktur oder Strategie und so weiter auf diesem Bereich. Halleluja. Na? Das heißt, wir müssen erkennen, als geistliche Personen, wo unser Gebet ist. Wisst ihr, wie man das bekommt? Nicht in einem euphorischen Zustand. Nicht, sondern im neutralen Zustand. Wenn ich will eine Wille von jemandem erfüllen, ich muss in einen neutralen Zustand kommen. Neutral. Und das ist meistens Gebetszeiten zu Hause. Halleluja, ne? Hey. Das heißt, wo fangen wir immer an? Zu Hause. Im eigenen Zimmer. Tür zu. Gemeinschaft mit Gott haben. Und nicht, gib mir mein Gebiet, er wird dir geben. Aus der Vereinigung mit ihm wird was geboren. Und das ist dein Gebiet. Und kommst du, vereinigst du mit Gott, wird was geboren. Und dann wird das erweitert. Und da fängt alles an. So lange kann man visualisieren, bis man verrückt wird. Nun kann man auch Ziel verfehlen.
Wenn einer zu viel visualisiert, ist auch gut, er hat immer gute Laune. Wieso nicht, ne? Lass ihn machen. Deswegen, ich möchte, dass wir als Gemeinde dieses Prinzip verstehen. Ich denke, Gottes Kinder sind manchmal so kindisch. Die hören irgendwo was und dann zack, die fangen an, überhaupt nicht, wie soll ich sagen, keine Grundlage zu haben. Wisst ihr, ich liebe auch Konferenzen. Mein Mann sagt, ja, süchtig. Und immer, wo ich auf Konferenzen bin, ich treffe genau solche Süchtige wie ich. Die sind auch bei Konferenz. Und fast immer die gleichen. Und ich habe gesagt, hier, ich bin doch in der Gemeinde, ja, ich darf das ab und zu machen. Aber es gibt Menschen, die ständig von Konferenz zu Konferenz ziehen, um Input oder positive Laune oder was weiß ich, wie heißt es, diese euphorische Zustand zu bekommen. Und das heißt Ziel des Lebens, nächste Konferenz. Da und da und da. Es ist gut, wenn wir zwischen Konferenzen praktische Dinge machen. Beten, da und hier, von Gott was empfangen, fasten und so weiter. Es ist sehr gut zu machen, aber wenn ich dazwischen nichts mache, dann lebe ich in einer Fantasiewelt. Wenn bei mir zu Hause keine Gebetszeit stattfindet, nur Konferenzen, das ist das Fantasiewelt. In meinem Leben wird nichts geschehen. Ich habe nichts gegen Konferenzen, ich würde jeden Sonntag hier Konferenzen haben. Ich bin sowas von Partymensch, Leute. Aber die lachen, ne? Ihr kennt mich nicht. Oh Gott, soll eure Augen öffnen. Ich bin nicht weiter von Victor. Ich liebe anzugucken, wie die anderen tanzen. Einverstanden, Leute? Halleluja. Wir dürfen nur das und da Dämonen vertreiben. Wenn wir wissen, dass es unser Territorium ist. Halleluja, ne? Als Gott Abraham zeigte, was ihn erwartet, er hat ihm gezeigt, Territorium. Und wenn Gott dir zeigt, in deinen Visionen, dein Bereich, dein Territorium, glaub mir, du brauchst keine Angst mehr zu haben. Wenn Gott die gibt, er wird das auch beschützen. Was sagt sie? Habe ich gebeten? Du hast mir doch gegeben. Und was? Hat sie lebendigen Sohn zurückgekriegt? Das heißt, wenn Gott gibt, dann brauchst du dich nicht anstrengen. Ich meine jetzt, Beziehung braucht man weiter pflegen. Aber Teufel vertreiben brauchst du nicht mehr, weil Gott wird das machen. Natürlich, du musst Schritte, Glaubensschritte machen mit Freude und Vertrauen auf Gott. Halleluja. Manchmal dieser Prozess oder Übergangsprozess, wo Gott dann weitere Gebiete gibt, diese Übergänge, die sind meistens unangenehm. Ne? So, ne, da muss man Dämonen rein, vielleicht dann beten, fasten und so. Aber im Prinzip kann man ganz schöne, christliche, gelassene, fröhliche Leben führen. Ohne Angst. Und das ist das Gottes Ziel. Wie wachsen langsam hinein, im Vertrauen zu leben. Vertraue. Wenn wir jetzt nicht lernen, Gott zu vertrauen, wenn unser Körper stirbt und wir in diesem Moment sich befinden, im Übergangsmoment, Leute, ich habe sehr viele Gläubige gesehen, die vor Angst verrückt geworden sind. Deswegen wir, Gott sei Dank, haben Zeit, uns vorbereiten. Vertrauen auf Gott. Das heißt, wenn du daran gearbeitet hast, dann freust du dich, ich werde meinen Jesus jetzt von Augen zu Augen sehen. Natürlich durch Visionen und so weiter kannst du das auch erleben. Nur dann wird das Höhepunkt des Treffens sein. Halleluja. Mein Mann zeigt mir. Seid ihr aufnahmefähig? Thema geht weiter. Ha. Für Aufnahmefähigen machen wir gleich Fortsetzung. Nach der Pause.
Halleluja. Na, wie geht's? Wollt ihr da ein bisschen sitzen bleiben? Nein? Ah, das ist ein guter Platz, ne? Guck mal, blau. Die beiden weißen Haare, blau. Sie hat blaue Pullover, Marianne hat grüne Pullover, aber sie hat blaue Decke gekriegt. Genommen? Richtig, das heißt, es ist dein Gebiet. Halleluja. Genommen. So, meine Lieben, hier schließe ich ab. Ich denke, das reicht. Ich habe noch viele Informationen, aber ich denke, ne, das muss man gucken. Ja, umsetzen. Fangen wir hier an, dann geht es weiter. Weil geistiger Bereich ist so interessanter Bereich. So interessant. Sehr interessant. Sehr, sehr, sehr. Halleluja. Seid gesegnet, meine Lieben.